genau so einen Klumpen Eiche sucht. Mehr davon, bitte. Bitte mehr davon. Tja. Ach, das ist Aluminium. Seit wie viel anderes Zeug aus. Oh, das nehmen wir mit. Sehr schön. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen was haben. Ja, zumindest für unsere Verhältnisse ausreichend. Könnte noch so ein Ding sein. Das könnte auch noch Aluminium sein. Jawohl. Naja, gut. Dann haben wir eine coole Position gefunden hier. Ist gar nicht so weit weg. Okay. Sehr schön. Ah, ne. Großstein. Das hört sich immer schlimmer an. Es hört sich an, als ob der Wurm gleich aus. In jeder Sekunde aus diesem Ding geschossen kommt, ey. Schweben. Wurm. Der ist da auch immer. Untypisches. Was können wir eigentlich auch hier wieder mit hinfahren? Stört hier eh nicht. Los geht's. Okay, müssen wir bloß mal hier rangehen. Weil hier brauchen wir auf jeden Fall das raus und das raus. Der Rest kann erstmal drinnen bleiben. Rübergeflogen und renn hier. Und jetzt können wir eigentlich bauen können, oder? Den Rover? Jo. Zack, zack, geht das. Haben wir auch einen schicken Rover. Der ist ein bisschen, der ist auf jeden Fall langsamer, aber hat halt viel Fläche, wo man es reinpacken kann. Inventory schon allein, ja. Da passt ordentlich was rein. Und, ja. Ich dachte nicht der schnellste. Oh, er war früher auch mal schnell. Also das ist ja jetzt noch. Uiuiui. Na gut, wenn man das schnelle Kram gewohnt ist, ne? Aber gut. Den haben wir auch fertiggestellt. Coole Scheiße. Müsste man nur noch mehr Spieler sein, dann könnte hätte jeder hier was zum Fahren. So, die haben wir gebaut. Haben wir auch gebaut. Den können wir nicht. Ja, und den baue ich nicht. Das ist Blödsinn. Wozu? Dass sich die Viecher jagen gehen, jetzt wird's dunkel, da habe ich aber mal gar keinen Bock drauf. Wir haben. Ja, wir könnten mal hier gucken, ne? Berries, 4 Stück kriegen wir da raus, okay. Ja, also. An dem Zeug hapert es uns jetzt auch nicht mehr. Den Zeug hapert uns. Jetzt wollte ich mal gucken, wenn man die. Oh ja, guckt euch das. Ja, es gibt Trinken und. Zwar nicht viel, so viel Trinken, aber es gibt uns auf jeden Fall welches. Speichern wir mal. So. Trinken. Viel auch wieder voll. Das läuft ja wie am Schnürchen. Schön. Ja. Wir haben 11 Tage. 11 Tage haben wir gebraucht, um das hier alles zu machen. Das ist ja ganz nice, würde ich sagen. Batterien. Landmine. Ich müsste mal gucken, wie wir die bauen können. Vielleicht sollten wir hier draußen nochmal so ein Dings hinstellen. Printer. Habe ich noch nie gebaut in unserer Session.
würde ich sagen. Den habe ich noch nicht gebaut und dann. Mit dem können wir auch nicht. So, required private power source. Eieiei. Ja, build not found, weiß. Naja, wenn ich in der Nähe bin, könnte das schon funktionieren. Naja, ist egal. So. Dann hat er nämlich eine Private Power Source. Ja, genau. Das war mir klar, dass man das Zeug hier baut. Heavy Weapons. Die macht dann mehr Schaden. Könnten wir ja vielleicht mal gucken, dass wir uns das auch noch bauen. Ne, müssen wir's. Heavy Weapons. 3 Combat Points, die haben wir im Leben nicht. Leben nicht. Okay, dann können wir das erstmal nicht bauen. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich würde gern dieses Ding bauen, aber das geht halt nicht. Champ Station, die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Viel können wir in so einem Drucker gar nicht machen, Mensch. Na gut, Batterien könnten wir herstellen, aber die da haben wir erstmal genug noch von. Ja, 27. Brauch echt heavy. Weapons. Hab ich auch noch Plaste zu. So müsste ich auch Dings erstmal farmen gehen. Ich will jetzt erstmal ein paar Lampen bauen. Das ist jetzt erstmal das nächste. Bringt zwar nicht so viel, aber ein bisschen. Ja, es bringt schon ein bisschen was. Also, Problem ist, ich brauche dafür Glas, ne? Und wenn ich alles nicht mehr habe, dann ist es Glas. Okay, dann stellen wir uns einfach noch ein bisschen Glas her. Dann brauchen wir jetzt erstmal eine Schaufel. Mal eben. Schaufel. Eine Schaufel. Okay. Ding mal mit. Und los geht's. Ja, wir bräuchten echt diese Combat-Kacke, ne? 20 Grad. Im, 21,8 Grad im Suit und 12 Grad sonst draußen. Tendenz sinkend. Gut, Nachtzeit, ne? Aber ist gar nicht so ein schlechter Planet, ne? Nachts wird es zwar tierisch kalt, aber tagsüber sind zwischen 20 und 40 Grad, also je nachdem, wo man sich befindet. Ist nicht so schlecht. Ah, wir nehmen auf jeden Fall eine ganze Hucke mit, weil wir müssen viel Glas haben, wenn wir hier schön beleuchten wollen. Das werden wir auf jeden Fall. Für dieses Spiel wünschte ich mir ähnlich wie bei Ark wirklich so jede Woche ein schönes, geiles Update. Das wäre geil. Und wirklich immer was zu zocken hat. Das Spiel macht mir mega Spaß. Hat es früher schon. Als ich das erste Mal gespielt habe. Es macht wirklich mega, mega viel Spaß. Und das wäre schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. So, wir haben erstmal genug Sand. Wir müssen auch noch Stahlplatten herstellen. Das machen wir sowieso alles hier. Auf geht's. Ah, so viel ist es gar nicht, aber kriegen wir hin. Schon ein bisschen Glas. Und dann machen wir uns noch ein paar Stahlplatten und dann können wir erstmal noch ein paar Lampen aufstellen. Haben wir hier nachts auch ein wenig Licht. Wenn man noch so eine Gehwegplatten machen könnte, direkt nach da oben, dann würde ich so eine Wegleuchten machen. Schon nicht schlecht. So. Eine Menge Glas. Jetzt stellen wir uns davon noch ein bisschen was her.
reicht erstmal 20, würde ich. Es ist wirklich dunkel, ne? Es ist wirklich richtig krass dunkel. Okay, Lampen. Nein. Alles ein bisschen kreuz und quer ausleuchtet hier. Es ist nicht dolle, ne? Aber es ist halt, es ist halt Licht. Bessere Leuchten gibt es leider noch nicht. Ich hoffe, das machen sie auch noch mal irgendwie, dass man da, dass sie das ein bisschen verbessern. Ne? Alle ist das nicht. Musst du 100 Stück aufstellen, damit sich das wirklich lohnt. Können ja auch erstmal hier das anmachen. Auch gerne noch eine hinstellen. Da. Kleiner Lichtkegel zumindest. Hat schon wieder geballert. Auf Heavy Weapons. Ja, mal bald ein Level up. Ja, ne, zwei reichen, glaube ich, ne? Ne, drei Combat Points. Fuck, ey. Ja, da reichen wir erstmal nicht mit. Machen wir mal aus. Können wir mal gucken, was wir hier so an Licht haben. Viel ist es ja nicht. Gerade hier die Ecke, die ist halt scheiße dunkel. Mal eine Lampe noch hin hier. Wenigstens. Ich könnte jetzt alles voll mit Lampen stellen, aber die Nacht ist halt. Ich noch einen in die Richtung. Dann noch da eine und da eine und da eine. Naja, ich weiß. Ja, aber jetzt haben wir hier ein wenig Licht. Also. Ne? Es ist okay. Auf jeden Fall annehmbar. Wird mal hier noch eine hinstellen. So vielleicht, oder? Stellen wir hier noch eine hin. Auch noch mal so ein bisschen Licht hingeworfen und ist gut. Zumindest diesen ganzen Scheiß-Weg hier. So ein Lichtkegel wäre schöner, wenn die Dinger so einen hätten. Das wäre echt geiler, aber haben sie halt leider nicht. Es würde mich mal halt interessieren, wie wir diese Leuchten bauen. Das ist ja hier. Ein Kit, aber wo stehe ich das denn her? Stellt man das hier her und ich habe das nur immer übersehen. Ich. Pipe. Schlagen oder was? Ich habe nicht so wirklich eine Idee. Da drinnen irgendwo an was? Mal rein. Das ist nicht so recht. Ne, hier kann ich die auch nicht. Hier kann ich zwar die Dinger herstellen, aber nicht. Licht. Chemlight, also das sollte ja irgendwie Chemie sein, ne? Das müsste ja eigentlich irgendwo was herstellbar sein. Aber geht eben nicht. Hier. Hier kommt diese Cryptex-Dinger da, die könnt ihr euch sonst so hinstecken. Mach ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich die herstellen kann. Also entweder. Chemlight, kennen wir. Ja.
bräuchte ich ein Kit. Das weiß ich nicht, wie ich das herstelle. Weder im Drucker. Ist wo? Dartspende, ja, kann ich auch aufstellen. Können wir uns vielleicht mal hier draußen so hinstellen. Ganz geil aus, wenn man das hier irgendwie mal so stehen hat. Stellen wir uns hier hin, komm. Sieht cool aus, stellen wir uns hin. Ist übrigens hell. Halt die Sonne auf. So ist es halt cool. So ist die Nacht cool. So sieht man viel was. Das ist ja nicht so wie Wald. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Kack-Gem-Lights. Hier, das ist fertig. Geh mal ran. Hol mal raus. Zack, zack. Ja. Wie ich diese Kack-Dinger baue. Einfach nicht bauen. Ich übersehe hier. Ich meine, ich brauche sie nicht, aber. Not enough materials, ja. Ist mir schon klar. Und so bauen kann ich die auch nicht, oder? Nur dieses Zeug. Hm. Zeit, da sehen wir es. Keine Ahnung. Nee. Ich auch nicht, aber. Die mich jetzt schon mal interessiert. Braucht man nicht skillen. Ein Mesh Class, dass wir die bauen können. Base Flight, das braucht man gar nicht skillen. Das haben wir alles schon gebaut. Keine Ahnung, das scheint noch zu bangen. Create Satellites, das bringt auch nichts. Das geht noch nicht. Also wir sollten vielleicht doch gucken, dass wir das skillen. Einfach nur, weil wir es können. Sollten wir uns vielleicht noch zur Aufgabe machen. Ich weiß nicht, ob das dann für euch zu langweilig ist. Engineering, okay. Das ist Pillepalle. Yeah. Points haben wir mehr als genug, aber wir haben halt von dem anderen nicht so viel. Ich müsste halt irgendwie gucken, dass ich losgehe, Viecher töte. Das machen wir, glaube ich, mal bei der nächsten Session. Vielleicht heute Abend. Da werde ich mal gucken, dass wir. Das war. Hier wäre. Nicht viel Glas. Ich wollte gerade sagen, hier wäre sogar Glas gewesen. Nee, da werde ich mal gucken, dass wir uns. Was könnte ich jetzt vielleicht noch machen? Ordentlich Munition herstellen. Und dann geben wir. Gehen wir mal los und töten einfach nur Viecher. Damit wir. Skillen können. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen mehr. Crap. Oh, Magnesium. Das werden wir haben. So. Noch. Eine Husche. Und ja, da machen wir uns noch schön, mache ich jetzt noch ein paar Magazine und dann gehen wir los und töten dann in der nächsten Session dann erstmal so. Vielleicht jetzt noch klappen zu töten. Einfach mal losfliegen, gucken, wenn was spawnt, weghauen. Reichen erstmal. Was soll das mal reichen? 38 Magazine, die reichen erstmal. Den Rest lasse ich hier drinnen. Dann schnappen wir uns jetzt hier schnelle Hoverbike. Weil mit was anderem brauchen wir nicht fahren. Weil wenn wir mit diesen Fahrzeugen schießen, dann kriegen wir dafür keine Punkte. Fangen wir gleich hier hinten mit denen an.